Herzlich willkommen zurück bei Outriders. So, nach einer längeren Pause für mich muss ich mich ganz kurz wieder reinfuchsen. Ich glaube, so viel offen hatten wir jetzt nicht mehr. Ein paar Nebenquests. Ich glaube, wir folgen einfach weiter der Hauptquest heute. Ich So. bin am Verhungern. Das ist doch Irgendwie schön. laufen hier immer mehr Veränderungen. Sieh dir So ruhig ist meine es. So, Waren. genau. Die Dame haben wir in der Danke, dass du letzten es dem Folge Mörder des Armen Sanchen freigeschaltet. gezeigt hast. Sagt das Inventar. Sagt, es ist nicht aufgeräumt. Ah, hier können wir noch was verkaufen gehen. Genau, ein bisschen neue Waffen haben wir gefunden letzte Folge. Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille geschickt. Kaufen wir mal. Im Gesocks reicht der feindliche Beschuss wohl nicht. Jetzt fallen sie auch noch übereinander her. Pistole. 500. Wir lösen eine Explosion aus, die Gegner im Umkreis von 6 Metern. Klingt gar nicht so schlecht. Hetzen wir mal nicht. Kaufen wir. So, verkaufen. Das kann weg. Das, das und das. Puff. Weißt du was? Hunde scheißen sich immer noch dermaßen in die Hose, dass sie sich nicht Herz rauen. So, damit ist die eigentlich fast stärker als alles, was wir haben. Ist fast nach dem Punkten ist sie stärker. Ich benutzen wir mal die Pistole auch mal ein bisschen öfter. Aber wenigstens endlich Munition. Obwohl, wir haben jetzt hier gefühlt an jeder Ecke ist eine Munitionskiste gewesen. Da haben wir bis jetzt keine Probleme gehabt. Nur dumm, dass ich nicht weiß, wo ich lieber wäre. So, was sagt denn die Karte? Wir müssen hierhin. Okay. Ach ja, da war irgendwo saß ein Typ rum, glaube ich. Genau. Dann quatschen wir mal mit Jacob. Hier spielt sich alles ab. Diese Welt. So, mal quatschen können wir noch. Was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt. Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? Warum das Bild jetzt gerade so wackelt? Keine Ahnung. Ich wackel nicht an der Maus. Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. Ja, gut. Dann brechen wir mal auf. Ah, Weltkarte. Okay. Lost City. Und gehen wir da mal hin. Und wieder hat sich Dabrowski übertroffen. Wow. Du hast den Truck über all die Jahre instand gehalten. Ich musste die KI-Systeme entfernen und die Graphenzellen umgehen. Die Teile haben mich 20 Flaschen Wodka gekostet, aber jetzt säuft unser Baby alles. Diesel, Terpentin, sogar scheiß Kartoffeln, wenn wir die anbauen könnten. Tja. Hast du noch Mucke? Mucke? Wir haben ja nicht mal Elektronik. Keine Mucke, kein gar nichts. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln.
Aber man weiß erst, dass man in der Zukunft angekommen ist, wenn man sein Auto mit einer Kartoffel antreiben kann. Okay, ich habe den Doc am Funkturm auf dem Hügel geortet. Aber in den Slums zwischen uns und ihm tummeln sich genug Viecher und Rebellenpatrouillen, dass die Mutanten auf der Pirsch sind. Warte, was für Mutanten? Wovon redest du? Ich bleib auf den Dächern und halte von dort Ausschau. Viel Glück. Na klar. Ich darf wieder durch den Matsch kriechen. So. Dann haben wir wieder Munition, aber... Wow, das riesige Ding ist der Kernenergieantrieb der Floris, oder? Die lustige Blechbüchse da? Die ist der Grund dafür, dass die halbe Stadt verseucht ist. Lass mich raten. Da lief nicht alles nach Plan. Die Anomalie? Ja, die hat dem Ding so lange zugesetzt, bis... Bäm! Und aus die Maus. Sag bloß, es waren noch Leute im Kälteschlaf. Doch, die meisten. Die ECA hatte die Wahl. Sie im Schlaf sterben lassen oder alle gleichzeitig aufwecken. In einer unfertigen Stadt ohne Nahrung und Wasser. Sie wurden in diese Slums vor den Mauern verbannt. Man überließ sie dem Hungertod. Bis sie anfingen, sich zu wehren. Deshalb nennen die Rebellen sich selbst die Verbannten. Bingo! Wenn ich das schon wieder sehe. Wir sind im Jahr 2021. Ich kann hier nicht rüberlaufen. Ich kann nicht mal nah an den Rand laufen. Also die Elferwände sind ein bisschen, ja, sehr grob gesetzt, muss ich sagen, in dem Spiel. Ja, so, fällt mir gerade ein, wir haben noch neue Weltstufe freigeschaltet, ne? Eine seltene Waffe. Plupp. So, was gibt's denn hier schöne? Generische Stufe plus 1, Stufe der Beute gegen Stände. So. Haben wir denn? Das sieht wieder nach einem Gewehr aus. Gewehrstandard. Ja, wieder recht stark, aber wieder kein Zielfernrohr. Also nicht zu gebrauchen für uns. Wir wollten ja mal die Pistole nehmen. Ob die so kann. Ein Erz. Gegner. Wir sind von Rebellen. Ich räume dann erstmal auf. Wieder leuchtet was. Mit. Notizen. Interessant. So, was haben wir denn? Da steht einer. Ja. Also, da stand jemand. Ist okay. So. Boom. Ah. Gut. So, da kommt uns einer entgegen. Kam uns einer entgegen. Da hinten ist was. Okay.
Wer stört uns hier? Du. Will er durch Wände schießen? Sei mein. Ah, dreht er dich zweimal weg. Ah, komm schon. Na. Man merkt, ich hatte eine Pause dazwischen. Erstmal wieder ans Aiming gewöhnen. So. Dann habe ich noch zwei Gegner auf der Karte. Kommen wir ein bisschen näher ran. Da haben wir sie. Oh, Dosen schießen. Ah, doch noch ein Gegner. Ja. Da war er. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, ob wir was Schickes finden hier noch. Ja, Munition ist immer gut. Breitlaufe geht bestimmt neuer Kampf los. Soll ich hier eigentlich überhaupt hin? Ja. Okay. Jetzt wie ein Dungeon aus gerade, würde ich sagen. Kann ich hier runterhüpfen? Nein, kann man nicht. Gut. Ja. So, da guckt man wieder nicht hoch. Ja, warum auch? Aber hier schicket nichts. Plötzlich aus Soundwechsel und dann ist er aus. Boah, ist nicht viel hier. Piraten. Mit Nebelschwaden. Nächste Arena. Mucke. Oh. Gatlin. Fuck. Oh. Ja, ausweichen. Oh. Neben mir geworfen. Boah. Ja. Da wollten wir zu viel. Oh, was haben wir da? Neue Fähigkeit, oder? Rebellen. Ich räume dann erstmal auf. Klickt aber. Ein Banner. Pfeilschild. So, was haben wir denn hier? Pestkugeln. Lade mit Anomalie verstärkte Kugeln das Magazin deiner aktuellen Waffe, die beim Gegner einen Gifteffekt verursachen. 50% Schaden zufügen. Gegner rund um das Hauptziel werden ebenfalls getroffen. Die Fähigkeit dauert an, bis du nachlädst oder die Waffe wechselst. Das ist eigentlich ganz geil. Man dafür aus. Ist schon sehr stark, aber
Ja, den können wir nicht in der Deckung einsetzen. Machen wir mal. Galt nochmal machen? Ja, natürlich. So. Machen wir doch mal. Klatsch. Müssen wir jetzt eigentlich alle nur einmal treffen. Oh. Ich glaube, der Scharfschütze hat uns gerade wieder erwischt gehabt. Ja, natürlich brenne ich. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Das wäre voll freundlich, danke sehr. So. Ah. Hey, diesmal stehen die woanders. Ja, natürlich. Jetzt mache ich eine Granate. Na, ausweichen. So, benutzen wir mal ein bisschen wieder Fähigkeiten hier. Ja. Abschuss. Abschuss. Ah. So, das müsste der letzte gewesen sein. Hat ganz schön Munition gekostet. So, was haben wir hier? Okay, irgendwelche Überreste. Irgendjemand hatte noch Grünes fallen lassen. Ja. Eine Hose. So, wir haben jetzt kaum noch Munition mit der Waffe. Das ist nicht gut. Sonst gesagt hatten wir nicht. Da ist er wieder. Herr Gatlin. Da haben wir ihn. Da hinten noch einer.
ein Sniper. Oh, das war der letzte Schuss, wie ich sehe. Da können wir hier mit nachladen? Ja! So, da oben ist noch ein Sniper. Komm mal dich. Der rennt wieder irgendwo hin. Oh. Der ist auch vergiftet, die anderen auch, sehr schön. Oh, hat echt überlebt. Nein. So. Haben wir noch? So, ich glaube, das war's erstmal. So, hier werden wir bestimmt irgendwas finden. Da haben wir was. Eine Kiste. Was Grünem drinne. Hier haben wir nichts fertig. Ja. Ah, man kann auch nicht mal die kleinsten Abkürzungen nehmen. So. Wir haben auch nichts. Dann haben wir noch Muni. Das ist 4 Schuss. Wahnsinn. Okay. Hier. Warte. Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang. Ah, ein bisschen Erz noch. So, dann werden wir hier nicht gucken. Okay. Gut. Lass mal ein bisschen ohne die Sniper auskommen. An den Scheiß muss ich mich erst gewöhnen. Ja, war nicht sehr viel. Tamir. Muni. Sehr schön. Dann können wir wieder snipern. Ach, Gegner sind doch schon da. So, da stehen sie alle.
mal ein Türmchen. Schön, wie er brav einfach stehen geblieben ist. Den Kollege wohl eingefroren. Vergiftet. Okay, es hält auf jeden Fall nicht ewig. Ich sehe gerade so gar nichts, ne? Kommt auf jeden Fall was. Lebt doch nicht da. Na, wo ist er? Also wenn die sich verschanzen, dann zeigen sie auch relativ selten ihren Kopf. Na gut, dann mich halt vorbei. Boah, was so? Ja, oder auch nicht. War doch gerade keiner. Da war er. Tauchen aber immer aus dem Nichts auf. Ah, von wo? Da. Hepp. Na? Die bleiben verschanzt. Klar, Hose, Waffe, Munition. Schauen wir mal um die Ecke. Da hinten.
Nicht wenig. Renner. Eingefroren? Sehr schön. Ja, gut, laufen, lauf, 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 Junge! Okay. Dann halt hier der Kampf. Wieso kann der mich eigentlich dahinter treffen? Ausweichen, aus! Oh Gott. Ei, in der Fresse, ey. Ich glaube, dass unsere Ausrüstung eventuell nicht geeignet ist für diesen Schwierigkeitsgrad schon. Oder ich stelle mich zu doof an. Das kann auch sein. Ich fühle mich weniger ein Gegner, ey. So. Ah, komm schon. Sorry, war. Was? Wo kommt der her? Schon. So, wir haben noch 3 Stück, glaube ich. Da ist einer. Der Rest. Na, wo? Ich sehe ihn nicht. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Nicht direkt vor uns. Nehmen wir doch die hier. Hey Outrider, bist du wirklich von der Erde? Wie war's da so? Nicht so, wie du vielleicht denkst. Meine Generation wusste, dass die Erde am Ende war. Wir haben ums Überleben gekämpft. Um einen Platz auf der Floris. Ich habe ein paar schöne Erinnerungen, aber die waren kaum mehr als Desserts im Todestrakt. So, gut. Das hat funktioniert. War auch gar nicht knapp gewesen. Aber... hat geklappt. So, hier haben wir noch was. Komm mit. Eine Art Schrift. So, wo sind wir hin? So. Öffnen. So, dann nehmen wir mal wieder was für Void ein. Das gehört jetzt uns. Und gibt's Munition nach Relanis Alet. Sehr schön. So, was sagt denn die Karte? Wir sind jetzt hier. Da sind wir.
So, da können wir ein Büchlein holen oder irgendwas. Das machen wir mal gleich. Das ist ja nicht so weit weg. Gehen wir hier lang. Gucken wir mal. Hat schon Loot bekommen? Aber brav die Waffe ablegt, den Helm. Gegner natürlich. So, wo sind sie denn? Da schickt euch einer. Ich muss das ausschalten, dass er einen Doppelklick des Ausweichen macht. Da ich mehr aus Versehen drauf komme, als das bewusst benutze. Aber hat noch mal geklappt. Bestimmt gleich die nächste Welle. Ja. Platsch. Gift und wo kommt der Brand her? Oh ja. Oh ja, Hauptsache tot. Natürlich brenne ich wieder. Okay, ich schalte mal gleich aus. Das war irgendwo gewesen. Ja. Ja, sehr schön. So. Heute scheint ein Bossgegner wieder zu sein, oder so ein Halbboss, glaube ich. Okay. Jemand schießt mit Mörsern. So. Ah, ich muss meinen Turm wieder öfter einsetzen, auch wenn sie Nahkämpfer sind. Der ist doch ziemlich stark. So, dann bleibt er übrig. Wo ist er denn? So, Türmchen. Oh. Oh. Ist er gar nicht, oder? Oh, wie viel kommt denn?
Zack. So, was grünet. Munition. So, nachladen. Oma hat auch noch kurz Cooldown. Boom. Granate. Granate. Ja, die halten ganz schön was aus, ey. Ja, ich weiß, brennen wieder. So. Sind wir nicht zu Ende hier? Zack. So, das müsste jetzt aber der letzte sein. Jo. Sehr schön, das war der letzte. Ja, natürlich nochmal brennen. Warum denn auch nicht? So, gibt's hier wenigstens irgendwas Lootbares. Haben wir eine Kiste? Keine Kiste. So, was haben wir schicket? Was weiß ich. Sehr schön. Alan ist alles. Da haben wir's. So, was haben wir denn schicket? Ein Modell. So, gut, dann da haben wir den Rückport. Ach ja. Dahin. So, Uni. Einen neuen fällt mir gerade ein. Doch, Klassenpunkt. Dann werden die Zeit. Klassenpunkt. Ach, kommst du. So, Lebensentzug erhöht. Und Denkzeit. 15%. Ja, wir nehmen erstmal mehr Lebensregeneration. Gut, dann geht das weiter. Noch Erz. Echt. Spannend, wie viel man da so braucht. Hier mal so einen Haufen von 100 da finde. Nächste Arena. Wenn wir den Galgen frei. Okay. Munition. Ist da. Schrott. Weißet. So, können wir ein bisschen Eisen abbauen. Da kommt eine ganze Meute. Mal ein paar Minen. Zack.
So. Haben wir. Oh. Machen wir einen Sniper, glaube ich. Warum kann ich eigentlich nicht durch Deckung schießen? Ein Schein? Na los! Pass mal! Was zur? Clubs hackt. So, Scharfschütze. Haben wir. Scharfschütze. Noch ein Scharfschütze. Komm, zeig mir deine Rübe. Jo. Oh. Deckung, Deckung. Nee, ich kann nicht durch Zäune schießen. Ich. So, da hinten haben wir ihn noch. Da fliegt glatt ein Stuhl weg. Die Granate kannst du behalten. So, war ja noch. Da unten sind sie. Öpp. So, wo ist er hingerannt? Hat er überlebt. Das war er. Ja, zufällig hat er auch der letzte den Schlüssel gehabt. Ganz zufällig. So, hier haben wir noch was. Da steht was. Ah, da steht was. So. Die Tür öffnen. Ich will noch kein Loot hier. Ist ja enttäuschend immer noch so ein Arena-Kämpfen, dass man so gut wie nichts findet.
Oh, jo. Öffnen wir mal die Tür. Und dem aussieht es, wenn er der Tür eine Spritze gibt. So, was sagt denn die Karte? Im Galgen sind wir. Gut, wir sind auf jeden Fall schon mal in der letzten Ebene. Gut, und dann kommen wir auch wieder zum Punkt danach. Ich rate mal, Arena. Ich sehe den Funkturm. Keine Spur von Sahidi. Sie halten ihn vermutlich in einem der Gebäude beim Turm fest. Den ganzen Rebellen nachzuschließen, die in deine Richtung kommen, wissen sie, dass wir hier sind. Die Tante hat mir eigentlich irgendwie schon mal geholfen? Ich bin hilfreiche Scharfschützin. Greenet. Der Helm sah nicht schlecht aus. Ja. Nehmen wir. So, schlechter. Hosen haben wir besser gefunden. Nehmen wir. Ja, aber die Fischkart ist nicht schlecht. Behalten wir mal. So, was haben wir noch gefunden? Sturmgewehr. Die scheint ja gleich etwas stärker zu sein. Anfälligkeit ist nicht so. Bombe. Nochmal. Ja, hat halt keinen Zielfernrohr. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen mehr Damage. Halten ein bisschen mehr raus. So, da gibt es Munition. Dann geht's, glaube ich, in die nächste Arena. Verdammt still hier. Ja. Bewegt sich mein Zielpunkt? Kann nur Falle sein oder ein Bossgegner. Natürlich brenne ich. Auf damit. Okay. Tap. Tap. So, dann kümmern wir uns erstmal um den Kleinkram. Brennt schon wieder. Ja, klar doch. Mann, warum brenne ich denn jetzt Zeit? Und doch gleich im Nahkampf.
Da brennt schon wieder alles. Wieder ein bisschen knapp gewesen. Ja, was blauert. Blau ist sehr schön. Jeder Rakete wohl 18 mehr Schaden. Jetzt benutzen wir das halt nicht mehr. Aber Verteidigung ist immer gut. So, Munition. So, war es das denn gewesen? Zurück! Wir springen um! Ganz ruhig. Kein Schritt mehr! Ich schwöre! Ich schlösch ihn ab! Zurück! Na gut gemacht, dein einziger Schuss. Dieser Mann wird verbluten. Wer bist du? Shira Goodman wollte, dass ich dich finde. Vielleicht interessiert dich das hier. Eine Frequenz. Was zum... Woher hast du... Wo... Jane! Du bist verletzt. Ist nicht schlimm. Sag mir, dass der Koffer sicher ist. Der Truck ist weg. Verdammte Scheiße. Halt! Nein, nein, nein! Warte, warte! Hör zu! Hör zu! Hey, hör zu! Vielleicht kann ich die Blutung stillen, wenn du mir sagst, wohin ihr meinen Truck gebracht habt. Ich werde dich retten. Wirklich? Ja. Anstatt Überfluss. Okay, Doc, zur Seite. Warte, nein, nein, nein. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Ich lass ihn nicht am Leben. Er weiß zu viel. Nein, er muss nicht sterben. Wir haben doch, was wir wollen. Jane! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Hilf ihr hoch. Ich bringe euch zu meinem Truck. Nein! Oh. Du musst Docs Truck finden. Das ist wichtiger als ich. Sehr viel wichtiger. Da ist ein Koffer unter dem Öltank. Bring ihn her, ja? Halt durch, Jane. Halt durch. Bleib bei mir, okay, Jane? Bleib bei mir. Verdammt. Los, Outrider, beeil dich. Ja. Das war ein erfolgreicher Auftritt von ihr. Ein Schuss hat sie abgegeben und dann auch noch einen Schuss kassiert und dann war es auch noch ein tödlicher Schuss. Weltbeste Scharfschützin ever. Nur noch bewegt sie sich ja, aber... Ja, gut. So. So, dann müssen wir gleich wieder einen Punkt freischalten können. So gut weitergeht. Ja. Nein. Ah, mit der Seilbahn. Gut. Fangen wir den Punkt. Den Klassenpunkt freischaltet. So, ja, folgen wir dem Pfad. Die Seilbahn bringt dich in die Slums. Das ist der schnellste Weg zum Fluss. Der Truck sollte auf der anderen Seite sein. Jane, nein, halt durch! Seilbahn nehmen. Na. Klar. Ey, komm, Arena-Kampf in der Seilbahn. Oh. Hey Jakob, ich glaube, ich habe ein paar dieser mutierten Hackfressen gefunden. Hier, das ist das wahre Gesicht des Planeten. Der Krieg ist nur...
Pure White. Haben wir. So. War sehr schön. So, Ausrüstung. Gibt es irgendwas Neues? Stiefel, gut, aber die Fähigkeit nicht benutzen, können wir die nehmen. Ja. Warte. Okay. Komm ich denn zurück? Rückenkampf? Oh, gehst du die Umwege gehen hier? Es ist immer noch komisch, dich zu sehen. Oh. Neue Sachen. Ah. Da kann man auch. Grün und grün, so sehr getarnt. Haben wir nicht. Ja, nun nimm das doch. Sehr schön. Wir können wieder zurück zum Händler gehen. Ja, lang. Ob kein Umweg. Ah, mein Rücken bringt mich noch um. So, schauen wir, ob die noch was Schickes für uns hat. Ah, leider wieder keine Zielfernrohr. Elfung. So, mal vergleichen, was haben wir denn? 200. Was? Nicht ohne die Waffe. Geld haben wir. Erstmal. Nicht mehr. Das, 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 das und weg damit. Klatsch, weg sind sie. So. Muss ich mal. Weißt du was? Bluthunde scheißen sich immer noch dermaßen in die Hose, dass sie sich nicht trauen. So, gucken wir, ob wir Rüstung noch haben. Wie sollen Händler ohne Zuschüsse zurechtkommen? Was denkt sich die ECA? Was haben wir denn hier? Ja, das ist ja wesentlich, ja. Bis alle Schütze verursachen noch mehr Schaden, das ist natürlich sehr gut. Sind wir auch gleich pleite in der Mitte, aber. Bitte. Führung der Minigun. Fähigkeit haben wir noch nicht. Mal den Helm. Mal, ob das bestell reicht, Gutmann von mir, Ausrüstung verkaufen. Zölle bezahle. Kaufen. Was? Kriegen wir.
Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht. Naja, gut. So, dann gehen wir mal noch den. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Maßstabstreues Modell der Apollo 11. Die Apollo 11 Mission. Ich erinnere mich an alte Filmaufnahmen von diesem Mann auf dem Mond. Als ich für die Flores untersucht wurde, waren die im Rekrutierungscenter in Endlosschleife zu sehen. Sollte uns das inspirieren? Es war jedenfalls schon eine Art Sieg, zum ersten Mal auf einem Felsen im All zu landen, genau wie die Reise durchs Weltall zu diesem Felsen. Aber ich fürchte, wenn man lange genug lebt, wird jeder Sieg zu einer Niederlage. So. Was haben wir denn hier? Fläche. Pistole setzen wir aber kaum ein. So, das klingt doch gut. Testkugeln benutzen wir. Rüsten wir gleich aus. Gucken wir, ob wir die noch verkaufen können. Andere Händler beschweren sich, dass ich sie unterbiete. Loser. Echt auch nicht. Ach, für die Rüstung reicht das jetzt. Mal vielleicht endlich mal was Vernünftigeres. Nehmen wir. Wie sollen Händler ohne Zuschüsse zurechtkommen? Was denkt sich die ECA? Gut, verticken wir das noch. Weg ist es. So. Hoffentlich holt mich einer ab, wenn meine Schicht vorbei ist. Dann werde ich mal eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.